Hallo, mein Name ist Joy, ich bin Künstler und bin hier für die Artists for Future und die Makers for Humanity. Und ich bin die Stefanie und ich bin hier als Autorin und für das Büro des Wandelsnetzwerks. Und mit dem Büro des Wandelsnetzwerks haben wir gerade ein tolles Projekt, das heißt der Mehrwertladen. Da geht es um ein wertschätzendes Miteinander und klimafreundliches Leben. Genau, unser Produkt jetzt, das wir in diesem Hackathon mal eben zusammengestellt haben, unser Produkt ist ein Corona-Care-Paket. Und zwar ist das ein kultureller Quarantäneservice, den wir Freihaus liefern. Der wird zusammengestellt von Kultur- und Medienschaffenden und wird die langwierige Zeit unterhaltsam und auch sinnvoll gestalten. Kartenspiele, Joy. Wir haben da mal was vorbereitet, weil wir haben nämlich im Rahmen unseres Projekts so ein Kartenspiel entwickelt für ein klimafreundliches Leben und verschiedene andere Medien. Und wir haben ja eben auch eine digitale Talkshow, die wir wöchentlich ausstrahlen möchten, sowie ein PDF, das wir an euch senden möchten. Und damit ja, möchten wir eine gesellschaftliche Debatte, Wertedebatte in Gang bringen, mit der wir dieses neue Wir, das es nach der Corona-Zeit geben wird, gestalten möchten. Das ist nicht nur eine gesellschaftliche Debatte, sondern erstmal der individuelle Mehrwert. Also wir tragen die Wertedebatte in die Wohnzimmer. Und der gesellschaftliche Mehrwert ist, dass wir die Krise als Chance begreifen können, wenn wir damit zukunftsweisend umgehen. So, wir machen das natürlich nicht alleine. Wir sind verschiedene Netzwerke, die schon seit vielen Jahren an solchen Medien sammeln. Ja, und wir freuen uns riesig darauf, diese Idee weiter zu verfeinern. Und vielleicht hast auch du Lust, das mitzugestalten. Ja, ich habe noch einen ganz bösen Spruch am Schluss. Ja, lass uns doch einfach gemeinsam jetzt beweisen, dass die Menschheit nicht die Corona der Schöpfung ist.